Was tun jetzt? Nun, was über Dingens hat er erzählt? Wir müssen reden. Dickens den Zauberspruch. Was wisst ihr über was genau? Fokus. Was genau kann als Fokus? Es bedarf einer echten Ingredienz des Körpers der Echte Zielperson. Ingredienz. Haare, Fingernägel, Blut. Das Nur richtet den das Elf magisch auf reinkriegen. diese Person aus. Die Ingredienz muss mit dem Artefakt verbunden werden. Es berühren. Und wie? Noch ist der Seher. Wie hat Gwynling immer gesagt? Um einen Vogel zu fangen, brauchst du zwei. Warte, das ist gef. Wieso? Oder wir spielen. Wem erzählt ihr? Aber wir sind. Ein neuer. Wäre es möglich, das Zauberwort des Reifes zu ändern? Du meinst den Auslöser? Wieso fragst du? Wir könnten den Reif für den Seher unbrauchbar machen und ihn als Köder benutzen. Interessanter Gedanke. Die Analyseschriften der Magier sagen, dass das möglich wäre. Das ursprüngliche Zauberwort muss rückwärts aufgesagt werden, sofort gefolgt vom neuen Wort, das es zu applizieren gilt. Hatten die Magier damit bereits Erfolg? Leider nein. Das Zauberwort des Sehers blieb ihnen verborgen. Ja. Corvus, das habe ich schon mal gehört. In meinem Traum hatte der Seher ein Wort gemurmelt, als er seine Ah Seele ja, aus tauschte. dem Versuche Traum. dich daran zu Im erinnern. Es Corvus. lautete Corvus. Formidabel. Dann können wir den Reif mit einem eigenen Zauberwort präparieren. Und rückwärts heißt das dann Corvus Suvrog. Wie wäre es mit Satinaf? Eine Das ist das sehr Spiel. gute Wahl. Satinaf soll es sein. Ich bin bereit, zur Rabenspitze zu ziehen und Nori zu befreien. Den Raben ködere ich mit dem Artefakt, das er so Satinaf ist begehrt. ein neuer Dann töte ich Zauberspruch. ihn und fliehe mit Aha. Nori. Ich weiß nicht, Geron. Sicher, ohne das neue Zauberwort ist es für ihn nutzlos, aber wie willst du ihm eine Falle stellen? Er ist ein Rabe. Ich bin Vogelfänger. Ich lasse mir schon etwas einfallen. Dein Selbstvertrauen möchte ich haben. Dann heißt es wohl, Abschied nehmen. Mögen die Sterne der Welten und alles Feenglück mit dir sein. Lebt wohl. Leb wohl und halte dich von den Saiten der Harfe fern. Sie zu berühren zersprengt den menschlichen Geist. Danke für Will eure ich Hilfe, bemerken. Giacomo. Die Zeit heilt Oha. alle Wunden, heißt es. Auch ihre eigenen. Doch Gerons Zeit war beinahe verronnen. Schicksal, Vorsehung, Untergang. All das kümmerte ihn jetzt nicht mehr. Das Ende seiner Reise lag vor ihm. Das Ende seiner Reise. Finale. Ich verhalte mich besser ruhig. Auf jeden Fall. Psst. Finale. Na dann spielen wir das noch ein bisschen. Okay. Ein Katapult. Ein Höhleneingang. Opfertiere. Der Rest des Katapults. Völlig vereist. Denn mir wird nichts bringen. Irgendetwas klemmt. Ein Pferdekadaver. Lange kann es noch nicht Wolli. tot sein. Können wir vielleicht. Das übersteigt mein. Sehr gut. Das Eis löst sich. Jetzt sollte es gehen. Die Mechanik von und der Beut. Ohne einen Bolzenhebel, der das Zahnrad einrastet, kann ich hier lange drehen. Okay.
Eine Rabenstatue. Aber da vielleicht mal. Das hier ist für dich, Rabe. Oh ja, aufs Eis und zack, bricht ein. Zu dritt einbrechen. Yay. Okay, sie brechen nicht dahin. Okay, jetzt kann ich aber das Katapult hier nicht hier runter. Oha, ein Hebel. Den können wir da oben gebrauchen. Warte mal. Es fehlt uns hier noch, da können wir. Weiß auch nicht wo, aber hier eine Mechanik und wir rein. Der Hebel gehört hier an das Zahnrad. Das ist sehr schön. Und zack. Okay. Jetzt haben wir Satin aufs Bett. Mein Miniaturkatapult hat an dieser Stelle eine kleine Schlinge für das Geschoss. Gwindling hatte sie aus einem kleinen Stück Rattenfell geschnitten. Oha. Fell kann er aber aufschneiden. Der Herr Fieron wird es verstehen. Wach. Dieses Stück Fell sollte genügen. Pferdefell als Kettendingens. Für einen Schuss muss das reichen. Okay. Feuerstein hinein. Ich brauche ein richtiges Geschoss. Das Artefakt des Seers vielleicht. Das lasse ich lieber. Ja, sicher. Vielleicht gibt es da unten beim Katapult noch eine. Im Katapult noch eine Kanonenkugel, die wir mitnehmen können. Guck mal, ob du da noch was findest. Für die Verteidiger muss es ein aussichtsloses Gefecht gewesen. Ist irgendwo noch. Scheinbar nicht. Hier kommen wir nicht lang. Höhleneingang. Ah, hier Geschosse können wir vielleicht einen von den Kugeln nehmen. Oder das da vorne. So, zack. Lassen wir die einbrechen. So, zack. Jetzt sollte es gehen. Na, das komm. Wollte ich schon immer mal machen. Hui. Der Wilhelmsschrei. Da hat was geklappt. Oha. Volltreffer. Jetzt sind sie eingebrochen. Jetzt können wir durch. Erstmal gucken wir uns die Opfertiere an. Dir wird niemand mehr opfern, Seher. Dir wird niemand mehr opfern, Seher. Dir wird niemand mehr. Und rein in die Höhle. Auf zum Finale. Oder nicht? In der Höhle des Löwen. Oha. Okay, nicht die Harfe anfassen, nicht die Harfe anfassen. Diese Biester bewachen den Weg zur Harfe. Die Harfe. Nuri, sie lebt noch. Und da ist sie gezwungen, die Harfe zu spielen. Die Krähen, wie werden wir die jetzt los? Ich darf den Krähen, sonst liege ich bei... Feuer. Ich darf den Krähen sonst nicht. Mach die Krähen kaputt. Mir fällt dazu nicht. Ach, warum kann ich ihnen keine Feuerlanze? Das lernen wir ganz zum Schluss am Ende. Das nach dem Finale lernen wir Feuerball und Feuerlanze.
Können wir da vorne noch was holen? Irgendwas aufsammeln hier. Und jetzt aber auch einen Opferpfahl. Den nehmen wir mal mit. Den können wir jetzt natürlich, wenn er zerbrochen ist. Ich komme, Nori. Und dann wird der Rabe diesen Pfahl schmücken. Okay, jetzt können wir wohl mit dem Pfahl, können wir jetzt da durch oder was? Ich darf den Krähen nicht zu nahe kommen, scheinbar sonst nicht. Liege ich bald neben diesem Gerippe. Tja, noch irgendwas. Hier muss irgendwas vorher noch sein, was wir wo wir hier. Können wir das Pferd noch weiter ausschlachten? Hm, lecker. Boah, ja, mehr lecker. Ich nicht. Stück Fleisch. Aufgespießt, dann haben wir eine Falle für die Krähenfütterung. Genau. Was dann runter, dann kommen wir durch. Zum Finale. Das Finale wird wahrscheinlich hart. So, Krähenfütterung. Raubtierfütterung. Vielleicht wird das Fleisch die Krähen fortlocken. Ich muss es nur irgendwo gut sichtbar aufhängen. Mhm. Können wir das aufhängen? Hier vielleicht, am Geröllhaufen. Jetzt sollten wir hier mal verschwinden. So, weiter hier. Nori. Hinein hier. Oha, spannende Musik. Oh nein. Wir haben hier ein Messer. Lass mich los. Wir haben kein Messer. Lass mich los. Das wirkt nur auf. Das ist keine. Ich dachte, wir könnten sie mit dem Messer. Mir fehlt das Licht. Und ausgerechnet jetzt komme ich nicht an meinen Feuerstein. Nicht das schon. Lass mich los! Zerbrochenes Messer. Warum ist immer alles unerreichbar? Zerbrochenes Messer wieder heile machen. So weit weg. Ja, nun. Können wir hier noch irgendwas? Oh, Eistapfen. Vielleicht können wir den. Vielleicht hilft der uns weiter. Aha. Das. Natürlich. Jetzt mit dem Eistapfen. Ach so. Weit weg. Mit der Rippe. So stumpf und brüchig. Wie soll ich da rankommen? So. Und jetzt mit dem Messer. Ich habe es. Mit dem Messer. Das ist für dich, Schmeißfliege. Oh je. Nori. Ach du Schreck. Rauf da. Los, rette sie. Giron. Rette Nori. Die Arme. Rangefesselt und in Magie. Gezwungen zu spielen. Nori! Nori! Wer bist du? Oh wei. Kannst du mich sehen? Ich bin es, Giron. Giron? Die Harfe hat dich herbeigerufen, wie der Vogelmann es gesagt hat. Ja. Beinahe schon. Ich wollte dir einen grünen Himmel malen, aber die Töne machen alles schwarz. Ich werde Hilfe. Dich von hier fortbringen. Irgendwie. Oha. Die sieht schlimm aus. Und da kommt der Seher.
Müh dich nicht, Vogelfänger. Es gibt keine Rettung. Nuri und die Harfe sind eins. Sehr. Ja, ein Jammer, dass ich bin, wer ich bin. Dass ich sehe, was ich sehe. Und tun muss, was zu tun ist. Erwartest du Mitgefühl? Ich bin nicht herzlos, Nachthaar. Ich nehme mir lediglich, was mir bestimmt ist. Und was ist das? Einst wurde mir Unsterblichkeit versprochen. Doch erhalten habe ich nur die Aussicht auf einen qualvollen Tod. Aber das darf nicht mein Schicksal sein. Die Götter haben noch eine Aufgabe für mich. Nicht grundlos wird die Gabe des zweiten Gesichts vergeben. Darum darf ich nicht sterben. Sterben wirst du aber. Ich werde dich rupfen und dann ausstopfen. Überlege dir deine nächsten Schritte gut, Vogelfänger. Es muss hier nicht enden. Verstehst du nicht? Nuri ist nur Traumstoff. Der Zaubervogel, der zerplatzt, wenn du ihn greifst. Dort unten wartet das wahre Leben auf dich. Das Kräutermädchen wird dir viele Kinder schenken. Kinder, die keine Fehler geboren hätten. Wie sieht es aus? Wissen. Willst du mir dafür nicht etwas geben? Hast du nicht hergebracht, was mir gehört? Gib mir das Artefakt und ich lasse dich ziehen. Und dann Dunkelheit leben, na toll. Alleine. Ist ja keiner mehr da. Was hast du mit Nuri gemacht? Lass sie gehen. Martere mich, wenn du ein Opfer brauchst. Du kannst sie nicht mehr retten. Die Harfe hat sie verschlungen. Jeder Versuch, sie zu befreien, wäre ihr Tod. Was willst du mit dem Reif? Soll dein Geist in meinen Körper fahren? Wahrlich. Das wäre eine wunderbare Ironie. Doch warum Vogelfänger sein, wenn ich auch König? Das war ja klar. Darum geht es dir? Du willst die Herrschaft über Andergast? Andergast? Die Welt natürlich. Nein, ich werde über ein Reich der Träume herrschen. 1000 Traumsplitter offenbaren mir die Zukunft. Dann forme ich sie nach meinem Willen und werde endlich unsterblich sein. Und wer will denn das? Das Artefakt, gib es mir! Niemals. Niemals. Erbärmlich. Allmählich solltest du es besser wissen. Hast du auch noch deinen Käfig mitgebracht? Messerstecher. Errungenschaft freigebracht. Ich soll wieder einmal brennen? Reizend. Entschattet. Es bringt keine Errungenschaft. Kann man nur hier irgendwie... Nuri. Das Artefakt. Ein Seelentausch. Wenn ihr Körper verloren ist, dann rette ich wenigstens ihren Geist. Wie war das? Ich brauche einen Fokus. Ihr Blut. Eine Haarsträhne. Aber das wird der Rabe an dem Reif doch beides sofort bemerken. Nuris Haare. Wie soll ich sie dort losschneiden? Das wäre ihr Tod. Dummkopf, kein Tod kann deiner Fee Erlösung schenken. Feuer. Kein Tod. Gib nicht auf, Nuri. Es tut mir leid, dass ich gelogen habe. Ich wollte dich retten. Mach dir keine Sorgen. Kobolde lügen auch oft. Und ich mag Kobolde. Oh, ist das rührend. Bald wirst du frei sein. Dann fliegst du frei wie ein Vogel, hoch zum Himmel. Irgendwie bringe ich die Harfe dazu, dich freizulassen. Aber ich bin doch die Harfe. Und wenn ich nicht mehr spiele, bricht alles auseinander. Oh nee.
bist nicht die Harfe. Abschied nehmen. Oh nö. Ich muss jetzt gehen. Nein, bleib doch hier. Der Vogelmann möchte, dass du alleine bist. Nein. Damit ich dich nicht ablenke. Nein, ich will nicht allein sein. Ich habe so lange gespielt. Ich wollte, dass du herkommst. Der Vogelmann hat es mir versprochen. Oh nein. Sie weint. Jetzt wird sie zur... Halte aus, hörst du? Halte aus, hörst du? Sie wird zur traurigen Elfer. Gib es auf! Du kannst sie nicht retten, Nuri! Bald wirst du wieder lachen, Nuri. Das verspreche ich. Halte aus, hörst du? Ach du Je. Dieses entsetzliche Dröhnen. Lange hält mein Verstand das nicht aus. Die Musik verwandelt die Krähen in Albtraumvögel. Ein Netz und ein Köder. Aber der Rabe wird nicht blind in die tödlichen Saiten fliegen. Ach was. Bemühe dich nicht. Nichts, was in deiner Macht steht, kann das Instrument zerstören. Dummkopf. Wie einfallslos. Dummkopf. Bleibt mir nichts anderes übrig, als das Ding auszuhändigen. Wie einfallslos. Erbärmlich. Und Vogelfänger? Das kann ich doch nicht tun. Es scheint das Letzte zu sein, was ich noch machen kann. Das kann ich doch nicht. Das kann ich doch nicht machen. Das Artefakt. Wir können doch nicht. Bald wirst du wieder. Bald wirst du wieder. Gib es auf, Nuri! Halte aus, hörst du? All das nur, um die Zukunft zu sehen, um den eigenen Tod zu verhindern. Oh Gott, was für ein schreckliches Ende. Ich kann nichts anderes tun. Ich kann hier. Mir bleibt nichts anderes übrig. Ich kann nur noch. Also? Nein, nein, es muss noch einen anderen Weg geben. Gibt's aber nicht. Nachtar, ich habe deine Entscheidung längst gesehen. Du wirst deine Hand ausstrecken und du wirst mir den Reif geben. Es ist unabwendbar. Wir könnten das jetzt noch Stunden hinauszögern. Es ist... Also? Nein, nein, es muss noch einen anderen Weg geben. Vergeudete Gedanken, Nachtar. Ich habe deine Entscheidung längst gesehen. Du wirst deine Hand ausstrecken und du wirst mir den Reif geben. Es ist unabwendbar. Also? Nein, es muss noch... Vergeudet! Ich hab... Du wirst... Es ist... Kann ich denn gar nichts tun? Das Artefakt an Nuri. Der Fokus. Ich verwende Nuris Tränen als Fokus für das Artefakt. So wie der Seher einst die Feder verwendet hat, um sich in den Rabenkörper zu retten. Ja, aber... Wie? Was die Tränen und jetzt... Anu? Dann bist du gefangen in der Harfe. Wenn ich das Artefakt auslöse, wandert Nuris Geist in meinen Körper und ich sterbe an der Harfe. Es muss doch noch einen besseren Weg geben. Ich fürchte nein. Mehr brauche ich nicht. Wenn ich das Artefakt aus und ich sterbe, es muss doch noch ein Netz und ein Köder, aber... Dann tust du endlich. Nuris Tränen sind unsichtbar. Und das neue Zauberwort war Satinav. Und nun?
Und? Also gut. Hier hast du deine Krone. Trage sie, solange du lebst. Und jetzt? Und jetzt? Du hattest nie vor, mich gehen zu lassen, nicht wahr? Sei zornig auf die Götter, Nachtar, nicht auf mich. Ungerecht scheint jedes Los, das sie uns auferlegen. Doch was ist dein Leid oder das Leid einer Fee gegen all die Leben, die ich retten kann? Lass mich dir eine Prophezeiung stellen. Du wirst scheitern und den Tod finden. Und das Ende, das ich sehe noch nicht, wie soll, das zu enden soll. Geht dir. Deine Zeit ist abgelaufen. Zeit? Was verstehst du von der Zeit? Und wir denn gefangen sind. Ist das Feuer, in dem wir brennen. Einst zerschmetterten die Urgötter den Spiegel des Kosmos, der die Zukunft zeigte. Heute Nacht setze ich die Scherben neu zusammen. Der Wächter der Zeit wird deinen Frevel bestrafen. Der Wächter der Zeit? Der 13-Gehörnte, der angekettete Gigant. Verstehst du immer noch nicht, Vogelfänger? Der 13-Gehörnte hat keine Macht über mich. Es gibt keinen Wächter der Zeit. Es gibt keinen Satinav. Er hat es selbst gesagt und er musste es selbst sagen. Aha. Das ist der Rabi, das ist der... Ah, sehr schön. Jetzt haben wir nicht wir es gesagt, sondern er hat es gesagt. Damit tauscht er mit ihr den Körper. Das ist der Seher in der... Sehr schön. In der Harfe. Wie sehr schön. Wie schön ist das. Sie fliegt als Rabe davon. In Freiheit. Nuri war frei. Und Geron kehrte mit ihr nach Andergast zurück. Dort ahnte niemand etwas von seiner großen Tat. Doch das kümmerte ihn nicht. Mit den Krähen hatten sich auch die dunklen Träume verflüchtet. Und das Land fiel bald wieder in einen friedlichen Schlaf. Errungenschaft freigeschaltet, gestrandeter Abenteuer. Gestrandeter Abenteuer. Damit haben wir das schwarze Auge, Satinavs Ketten, Dark Eye, Chains of Satinav. Im Let's Play live auf Twitch durchgespielt und sehen hier die Credits. Ja, danke fürs Zuschauen an alle auf Twitch live und dann später in Aufzeichnung auf YouTube. Danke fürs Zuschauen. Ja, damit würde ich sagen, bin ich raus. Wir sehen uns im nächsten Let's Play-Projekt auf YouTube und auf Twitch wieder. Eines Tages dann auch der Nachfolger, ja, ist der Nachfolger, Memoria, ist dann der Nachfolger, soweit ich weiß. Da freue ich mich auch schon drauf. Erstmal werde ich ein bisschen was anderes spielen. Mal schauen, ich weiß selbst noch nicht. Ich Deadlick Entertainment, Carsten Fichtelmann, Jan Miller, Michaelis, man kennt sie. Ein großartiges Spiel von Deadlick Entertainment.
ein weiteres auf meinem Kanal. Danke fürs dabei gewesen sein. Danke fürs indirekterweise mitspielen. Das war Sardinas Ketten, das schwarze Auge. Let's Play auf Zwergfürst LP.